Die Ross-Operation. Warum sich ein aufwendiger Eingriff für Ihr Herz lohnen kann. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Herz. Es kann schon in jüngeren Jahren passieren, dass die Aortenklappe zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader ausleiert und ersetzt werden muss. Und da kann es sinnvoll sein, dieses Problem mit einer aufwendigen, aber dafür sehr lange haltbaren Operation anzugehen. Das ist die sogenannte Ross-Operation oder Ross-Operation und über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Armin Gorski. Er ist der ständige Vertreter des Chefarztes der Herzchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Gorski. Vielen Dank für die Einladung. Diese Ross-Operation, für wen kommt die in Frage? Eigentlich für alle Altersgruppen bis zum 60. Lebensjahr. Die Kinderherzchirurgen verwenden die Ross-Operationen zur Heilung von Aortenklappenerkrankungen. Und wir Erwachsenenherzchirurgen halt das Altersgruppe von 18 bis 60 Jahren. Ja, eine aufwendige Operation, was ist daran aufwendig? Das sind ja immer Vergleiche zu konventionellen Operationen. Also der normale Aortenklappenersatz ist die zweithäufigste Operation in Deutschland, in der herzchirurgischen Welt, mit Operationszeiten um die 2 Stunden. Eine Ross-Operation kann schon mal das Doppelte dauern. Und das spiegelt eigentlich die Komplexität wider. Ja, was macht denn diese Operation so aufwendig? Man führt nicht nur einen Aortenklappenersatz durch, sondern verwendet die körpereigene Pulmonalklappe als Spenderklappe für die erkrankte Aortenklappe und muss dann die Pulmonalklappe wieder ersetzen mit einer körperfremden Spenderklappe und das ist zeitaufwendig, kann sehr kompliziert sein. Genau. Ja, das heißt also, man macht im Grunde genommen so eine Art Ringtausch. Also man nimmt die eine Herzklappe raus, ersetzt sie durch eine andere, die vom eigenen Körper kommt und die andere wird ersetzt durch eine externe Klappe. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist richtig, genau. Ja, da fragt man sich doch, warum? Es hat in der damaligen Zeit ganz einfache Gründe gehabt. Es mangelte an Spenderklappen oder überhaupt an Ersatzklappen für die Aortenklappe. Daraus entstand die Entwicklung dieser Ross-Operation. Über die Jahre hat sich dann gezeigt, dass die Lebenserwartung der Ross-Patienten deutlich länger ist als die anderer Patienten. Auch die Reoperationsrate deutlich kleiner ist als das, was damals an Ersatzventilen zur Verfügung stand. Mitte der 90er Jahre hat Donald Ross seine Langzeitergebnisse veröffentlicht und das gab einen weltweiten Hype bei dieser Ross-Operation, bei dieser Operationsmethode. Über die Zeit und in der statistischen Auswertung der Operationsergebnisse hat sich dann doch gezeigt, dass es einige Vorteile gibt für diese Methode. Die Lebenserwartung der dieser Patientengruppe ist deutlich länger als bei anderen konventionellen Klappenersatzverfahren und auch die Lebensqualität unterscheidet sich signifikant. Warum die Lebensqualität? Das sind weiche Endpunkte in der herzchirurgischen Welt, wo man eigentlich nur Sterblichkeit und solche Dinge beobachtet hat. Mhm. Wenn man die Patienten fragt, wie fühlen sie sich mit ihrer Klappe, machen sie sich Sorgen um den nächsten Kontrolltermin, machen sie sich vielleicht Sorgen, dass sie bestimmte Sportarten nicht mehr betreiben können. Junge Frauen mit Schwangerschaftswunsch ist ein großes Thema. Und das sind alles Themen, die die Patienten beschäftigen und für die Ross-Operation eine Lösung sein kann. Ja, obwohl sie ja so aufwendig ist. Also ich glaube, das Aufwendige ist ja 3 bis 4 Stunden, sagten Sie ja, glaube ich, eben schon eine Vollnarkose. Ist eine offene Operation. Das heißt, ich werde stillgelegt quasi, ne? Herz-Lungen-Maschine. Sie werden, der Brustkorb wird aufgemacht, genau, in aller Regel, in klassischer Art und Weise. Es gibt wenig Chirurgen, die das versuchen zu minimalisieren, aber das ist eine der letzten echten Operationen, wo man
offen operieren muss. Die Herz-Lungen-Maschine muss angeschlossen werden. Der Patient schläft natürlich dabei. Das Herz wird ruhig gestellt. Und dann hat man ja, viel zu tun. Ja, genau. Und muss ja auch als Patient dann dafür geeignet sein, so eine große Operation mitzumachen wahrscheinlich. Richtig. Die Zielgruppe sind nicht nur die bis 60-Jährigen, sondern man muss das auch eingrenzen auf Patienten mit wenigen oder möglichst gar keinen Nebenerkrankungen. Einige herzspezifische Erkrankungen kann man mitbehandeln, aber ich glaube, der typische ROS-Patient ist ein relativ gesunder Patient. Ja, also normalerweise sagt man doch eigentlich bei medizinischen Operationsverfahren nur so viel machen wie nötig. Das heißt also nicht an Strukturen rangehen, die eigentlich gesund sind, sondern eigentlich nur das reparieren, was kaputt ist. Bei dieser Operation hier setzt man eine gesunde Klappe auf eine kranke und die gesunde ersetzt man durch eine externe. Das heißt, man macht ja eigentlich eine zweite Baustelle auf und das ist ja auch die Kritik. Sie sagten schon, wo das herkam ursprünglich. Aber was wäre denn, wenn man tatsächlich nur die erkrankte Aortenklappe ersetzen würde? Wir haben momentan die beiden Standardventile, die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Kunstklappen und Bioklappen, die haben spezifische Probleme. Eine Bioklappe hat eine begrenzte Haltbarkeit. Das ist in begrenztem Maße altersabhängig. Je jünger der Patient ist, desto weniger lange hält die Klappe. Also das führt halt dazu, dass ältere Patienten möglicherweise eher von der Bioklappe profitieren als von einer ROS-Operation. Das ist auch in der Literatur nachgewiesen. Je älter der Patient ist, desto mehr neigt man dazu, konventionelle Klappenventile zu verwenden. Bei der Kunstklappe ist das große Problem die Magomatherapie. Viele Berufsgruppen mit hohem Verletzungsrisiko, Bauarbeiter, Patienten im Kfz-Gewerbe und so weiter mit hohem Verletzungsrisiko haben möglicherweise mit der Magomatherapie ein großes Problem. Das heißt also, entweder eine künstliche Klappe, bei der ich dieses Marcomar-Problem habe und die, glaube ich, auch Geräusche macht? Die macht Geräusche. Viele Patienten nehmen die nicht wahr, aber es gibt Patienten, die regelrecht leiden unter dieser Geräuschkulisse. Ja, wie muss man sich das Geräusch vorstellen? Das, diese Öffnungs- und Schließbewegung, diese Metallklappen, im Wesentlichen ist das eine Metalllegierung und das macht... Das hört man tatsächlich unter Umständen im Raum. Ja. Ich würde das hören, wenn Sie so eine richtig, künstliche Herzklappe... Richtig, das kann durchaus sein, okay. Dass auch Fremde das hören. Ja. Und es gibt Patienten, die dadurch sehr belastet sind und auch Einschlafschwierigkeiten haben, Medikamente brauchen, um einschlafen zu können. Gut, und die andere Variante, für die man ja eben eigentlich ja zu jung ist, ist, dass man bei einer biologischen Klappe eine Haltbarkeit hat von 15 Jahren? Ich denke, dass man 15 Jahre veranschlagen kann. Die Statistik trifft nie auf den Einzelnen zu. Ja, es gibt ja Patienten, die in relativ kurzer Zeit eine Ersatzklappe brauchen. Es gibt Patienten, die auch nach 20 Jahren noch eine Bioklappe im Körper haben. Aber 15 Jahre ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt. Und das ist für 35-Jährige ein echtes Problem. Zumal eine erneute Operation an derselben Stelle? Wir haben heutzutage andere Möglichkeiten, aber für einen jungen Patienten mit Bioklappe ist sicher noch eine Herzoperation im Laufe des Lebens nötig und vielleicht noch zusätzliche Interventionen. Ja. Diese Operation steht ja nicht nur in der Kritik, weil sie lang ist und weil man eben eine unnötige in Gänsefüßchen zweite Baustelle aufmacht, sondern auch, weil sie kompliziert ist. Also man muss es können. Woher weiß ich denn, ob mein Arzt das kann? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in Deutschland keine Statistik, keine personenbezogene Statistik. Man darf davon ausgehen, dass Chirurgen, die zig Jahre in der Herzchirurgie tätig sind, die Erfahrung in der Aortenwurzelchirurgie haben und die mehrere tausend Operationen durchgeführt haben, durchaus in der Lage sein dürften, solche Operationen durchzuführen. Allerdings verlangt man schon einiges an Erfahrung. Man braucht
ein Trainingszentrum, in dem man das gelernt hat, mhm. einen klinischen Lehrer und ja, viele Jahre Berufserfahrung. Ja, und wenn dann diese Operation vorbei ist, 3 bis 4 Stunden, wie geht es dann für mich als Patient direkt weiter? Nach Herzoperationen gibt es erstmal eine Ruhezeit. Eine Ruhezeit meine ich Vermeiden von körperlichen Belastungen, vor allem im Oberkörperbereich. Über das nächste halbe Jahr neigen wir dazu, relativ streng den Blutdruck einzustellen. Es gibt Evidenz, dass die Haltbarkeit der Ross-Operation umso besser ist, je schärfer der Blutdruck über die nächsten 6 Monate eingestellt ist. Das ist also eine Frage der medikamentösen Therapie. Ansonsten sehe ich in der Ross-Operation ein heilendes Verfahren. Wenn die Ross-Operation gut geklappt hat, die Wunden verheilt sind, dürfte der Patient eine ganz normale Lebenserwartung haben und darf wieder ganz normal am Leben teilnehmen. Das betrifft auch den Beruf und den Sport. Man kann auch Risikosportarten machen. Die Frauen können schwanger werden, ohne spezielle Medikationen zu benötigen. Ich halte das für eine heilende Operation. Die aber weiter überwacht wird dann in Abständen? Wir haben in den 90ern ein deutsches Ross-Register gegründet. Das ist damals von den Professoren Sievers und Stierle gegründet worden. Dieses Ross-Register greift auf Daten bis Anfang der 90er zurück. Und da sind einige Standards erhoben worden, wie zum Beispiel eine jährliche echokardiografische und klinische Untersuchung, sodass diese Ross-Patienten im Grunde lebenslang weiter untersucht werden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!